Das Duschen war richtig schön. Kann ich nur empfehlen. Hier das Duschen völlig unkompliziert. Du steckst den Sepki ein und dann ist das Wasser, wenn du das aufdrehst, direkt auf der Temperatur, die angenehm ist. Wasserstrahl super, alles sauber, picobello. Aber wenn ihr fertig geduscht habt, müsst ihr den Sepki wieder rausnehmen. Der läuft weiter. Der zählt die Zeit, die er eingesteckt ist, nicht die, die der Wasserstrahl läuft. So dämlich wie ich bin, habe ich hier zweimal Duschen verschenkt. Also kann ich gleich nochmal aufladen gehen. Apropos zu den Preisen, in unserem Stellplatzvideo hatte ich ja gesagt, dass ich nicht genau weiß, was es im Sommer kostet. Hier ein kleiner Nachtrag, wir zahlen ja jetzt 30 Euro. Im Sommer liegst du bei so roundabout 55 Euro. In welcher Zeitspanne, das habe ich nicht rausgefunden, aber zumindest in den Hotspot-Monaten Juli, August ist es so, ich habe einfach auf dem Buchungsportal immer eine Reisezeit eingegeben und irgendwann war der Betrag dann eben gestiegen. Auf der Homepage könnt ihr das aber selber mal durchspielen, weil es verschiedene Preisstufen gibt. Die alle zu nennen wäre jetzt zu lang, weil ich möchte Kaffee. Wie ihr seht, ist es immer noch ganz schön windig, aber von der Seeseite her lockert es auf. Das hat heute Nacht wirklich richtig heftig gerumpelt. Ich habe viele Stunden wachgelegen, war aber auch irgendwie ausgeschlafen, aber zwischen 3 und 5 war es richtig heftig. Und auch jetzt habe ich Schwierigkeiten, die Tür zu halten. Aber zum Landen in ein Handy haben wir jetzt schon beobachtet. Es ist echt immer dunkel. Es sieht nach Regen aus. Und hier an der Küste entlang zieht sich das mega schnell. Wir haben ja, wie ihr in unserem Video Alfreds Bastelstunde die Netzverlängerung gesehen habt, unsere Netzverlängerung hier an der Bank. Aber die ist nicht nur zum Füße drauflegen, die kannst du auch morgens noch nutzen, um dein Frühstücksbuffet weiter auszubauen. Ja, also man kann sie auch natürlich als Ablagefläche nutzen. Ich habe noch irgendwo einen Filzuntersetzer. Den Ecking habe ich natürlich mit rausgenommen, der ist jetzt zu Hause. Ich habe jetzt nur einen runden mit, aber dann könntet ihr das auch noch so nutzen. Dann habt ihr den Tisch frei, braucht vielleicht nicht die Verlängerung ausziehen. Dann kann derjenige, der gegenüber sitzt, ich zeige Alfred noch nicht, der hat das Haare noch nicht gezeigt. Und dann braucht ihr das eben nicht ausklappen und habt hier nochmal eure Verlängerung. Was uns auch eingefallen ist, es ist ja eigentlich das gleiche Prinzip wie die Arbeitsplattenverlängerung, die werkseitig schon an dem Weinsberg-Karaloft hier dran ist. Es ist das gleiche Prinzip. Wenn ihr das also nicht an die Dinette dran machen wollt, könntet ihr auch so eure Arbeitsplatte verlängern, wenn bei euch die Möglichkeit besteht. Und mein Wunsch an meinen Holzwurm ist, dass ich unterm Tisch auch noch so ein Teil brauche, weil das ganze Gerümpel, ich zeig mal eben da unten, was hier so ist. Da haben wir einen Korb stehen, da sind die Felle drin, die am Boden liegen. Aber hier könnte man noch eine Ablage machen, dass man da so Tablet, Handy und ähnliches hinlegt. Also. Ja, ja. Okay, mein Mann hat verstanden, das war ein Ja. Ja, ja. Wir frühstücken jetzt mal und dann gucken wir mal, was der Tag heute uns so bringt. Wir wollen heute versuchen, noch mal ein bisschen Rad zu fahren. Naja. Verleih mir Flügel. Prost. Prost. Du siehst so abfahrbereit aus. Klar, ich habe noch keine Schuhe an. Ach ja, jetzt, was du sagst. Ich muss noch mal Pipi. Ach ja, wie immer. Aber dafür haben wir, wenn ich hier rausgucke, so bläuliche Stellen zwischen den Wolken. Und das heißt, dass wir trotz der Sturmböen uns noch mal aufs Rad wagen. Weil gestern hinten in den Dünenwäldern, ein bisschen tricky mit den Ästen jetzt bei dem Sturm, aber da hast du nichts vom Wind gemerkt. Und dann kam ja nachher diese große, was ist das, Heide? Nee, Heide war es ja nicht, aber diese große Wiesenfläche, keine Ahnung, sah aus wie ein Golfplatz, war aber keiner, wo die ganzen Rehe waren. Wir haben gestern so viel Dammwild, aber weil es so schwarz war, ist das Dammwild? Keine Ahnung, Bambis gesehen. Teilweise hier im Ort ein Herde, mit 2 Hirschen, mit einem richtig fetten Geweih, wie ein Elch sah der fast aus. Mitten im Ort, neben dem Campingplatz, neben der Baustelle. Ne? Und wir wollen jetzt mal gucken, dass wir mit dem Rad noch ein bisschen fahren
keine Ahnung, wie weit, bis da, wo es uns vom Rad weht, nicht zu nah an der Küste und wollen wir einfach noch ein bisschen die frische Luft genießen, bevor es morgen eventuell hier weitergeht. Ja, hier mal pinkeln. Ja. Ciao, ciao. Ciao. In Westenschofen gibt es auch hier so einen Wanderparkplatz, von wo aus ihr schöne Rad- und Wandertouren durch die Dünenlandschaft schlachten könnt. Wir haben auch jetzt wieder so viel Dammwild unterwegs gesehen. Ein Reh war nur, ich weiß nicht, 5 Meter von uns weg. Ich habe das aber erst so spät gesehen, weil das so nah war, dass ich es nicht geschafft habe, mal eben aufs Bild zu bekommen. Aber wenn ihr weiter in die Richtung geht, geht das nachher wirklich teilweise alles in weißen Sand. Aber ich bin da schon mal quer bis oben zum Campingplatz durchgewandert vor ein paar Jahren. Und das ist wirklich, je nachdem, bist du da auf Kilometer ganz alleine. Es gibt hier noch einen Aussichtspunkt, wenn ihr in die Richtung weiterfahrt. Von da aus habt ihr über das ganze Kap hier oben eine wunderbare Aussicht. Hallo. Ist ja alles real, ne? Ja. Das sind Büffelponys. Die sehen aus wie... Ach, hier ist alles Hundescheiße. Wie heißen das? Wie prähistorische Tiere. Ja, habe ich gerade auch eins drauf. Ich bin ein Yeti. Ein Teil des Atlantikwalds. Wie nennt sich das? Flögelbunker? Ja. Haben wir hier 8 Gehminuten vom Schloss entfernt. Haben wir hier einmal den Atlantikwall war 5000 Kilometer lang. Von Norwegen bis Südfrankreich. Ja, Südfrankreich, klar. Ich weiß nicht mehr. Hier sind auch. Wie viele Bunker sind hier in den Dünen? Ich weiß auch nur, dass es eine Krise. Steht hier leider nicht. Der steht da nicht, ne? Aber das sind viele. Viele, viele, viele. Gehen wir mal gucken, was da ist. Weiter hinten ist noch ein zweiter, ne? Nennt man das Gefechtsstellungen oder Bunker? Bunker, Gefechtsstände. Ja, im Sommer, wenn die, konntest du die gar nicht so gut sehen. Die haben aber drumherum jetzt einiges gerodet. Das war im Sommer nicht so, weil da konntest du nämlich auch den Rhododendron da nicht sehen. Ja. So, ich nehme euch jetzt mal die Treppe mit hoch, weil da oben kann man dazu noch ein bisschen mehr sehen. Und da haben wir den Bunker. Wow. Und
da haben wir den kleinen Alfred. Also, da seht ihr, wie dick die Mauern sind hier an dem Riss. Ich gehe mit euch mal hoch. Man kommt nämlich da oben auf die Kuppel. Und da hinten im Sand kommen auch wieder Stellungen raus. Da hinten haben wir auch schon den Leuchtturm von New Hampstede. Seht ihr den roten Pin da hinten? Ja, vielleicht schaffen wir es ja, dahin zu fahren. Aber wie gesagt, hier durch Wald und Dünen fährt es sich wirklich super windgeschützt. Wir haben heute Böen bis 85 km/h angesagt. Aber wir haben 11, 12 Grad. Es ist echt angenehm. Und da ist auch diese komische Kugel. Oben auf dem Kopf vom Bunker. Ja. Die Wurzeln sich hier durchgefressen haben, ist echt schon beachtlich, wie die Natur sich das alles zurückerobert. Da haben wir das Schloss. Und jetzt gehe ich wieder zu meinem Märchenprinzen. Dunkel dran. Kannst da reingehen, da kannst du auch noch weitergehen. Aber wer Dänemark gesehen hat, weiß ja, dass ich bei sowas eine Schissbox bin. Nee, lieber wieder raus. Oh. Was haben wir denn da? Sieht aus wie Frikandel Spezial. Das ist aber ein Leuchtturm. Ach nee. Das ist der Leuchtturm von. Ich muss auch. Das ist der Leuchtturm von. Hampstede. New Hampstede. So schön hier. Der See hat sich ein bisschen beruhigt, obwohl noch immer so viel Wind ist. Sind jetzt zwischen New Hampstede und Rennes. Da hinten ist ja ein Toranasse. Und da hinten, das sieht man glaube ich kaum, ist der Leuchtturm. Hinten bei, von o, ist halt bei Odorp der. Hier ist der FKK-Strand sonst. Da ist jetzt nichts los. Da ist jetzt nichts los, nee. Da ist kein Wetter für FKK. Als wenn wir auf Julianerhöfe früher gestanden haben, bin ich nämlich immer bis hier gelaufen. Und nicht wegen dem FKK-Strand.
Aha. Hast du es auch gesagt. Aber sind doch ein paar Leute am Wasser unterwegs, ne? Sind doch einige, die spazieren gehen. Heute ist Samstag, morgen ist Heiligabend auf. Und wir haben jetzt schon gesehen, dass mehr Wochenend- oder Touristen da sind. Gerade in New Hampshire, da sind ja viele private Ferienhäuser, die jetzt auch schon bezogen wurden. Und was ich absolut krass finde, ist, wenn du Richtung See guckst, hast du so eine Ahnung von blauem Himmel. Und wenn du auf die andere Richtung guckst, der Oster-, Westerschelde, Grevelinger Meer, die hier hinten sich tümmeln, ist es grau in grau. Und ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Verlängern oder weiterfahren, weil wir noch was sehen wollen. Aber ich glaube, was wir nur sehen werden, ist Regen. Habt ihr Kibbeling? Guten Mittag. Ja. Habt ihr Kibbeling? Ja, ich. Ja. Eine Portion? Eine oder große Portion? Eine große? Eine große. Ein groß. Viel Soße dabei? Ja. Knoblauch oder Knoblauch? Knoblauch. Knoblauch. Lecker, lecker. Jetzt klaut ihn mir. Die liegt schon auf der Lauer, um zu klauen. Nee? Ich habe euch ja jetzt schon einige Sonnenuntergänge von hier gezeigt. Aber heute ist der beste. Eigentlich schon guten Mittag. Ja, guten Mittag. Wir haben 10:45. Bis 11 Uhr muss man ja vom Campingplatz runter sein. Und wir haben echt eine Nacht hinter uns. Die war mega rummelig. Vom Wind her war es zwar auch sehr stark, aber das hielt sich in Grenzen. Nur durch den nassen Untergrund hatten wir halt auch die Stützen nicht rausgeholt, weil wir ja nur Kurbelstützen haben, aber schon Verbesserungsideen, wie wir die auch trotz Matsch. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Tusnellchen ist auch wieder mit. Ja. Wie wir die trotz Matsch, ohne uns hineinknien zu müssen, vielleicht ändern können. Ja. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Immer wieder ein Technikvideo. Ja. Camping Dune Nord ist absolut eine Reise wert. Auch hier die Region um Burg Hamstede, Westenschoven, kommen wir definitiv wieder. Aber es hat heute Nacht sowas von geregnet. Also auch unsere Parzelle stand heute Morgen gut zur Hälfte unter Wasser. Ja, und stand ein bisschen Wasser. Du kamst aber leider, war das bisschen Wasser genau in dem Bereich, wo er einsteigen musste. Ja, dumm gelaufen. Ja, also der Regen war schon ziemlich heftig, der prasselte ganz gut aufs Dach und ich bin komischerweise ein bisschen seekrank geworden, aber egal. Wir fahren jetzt weiter. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die Erdausfahrt. Adieu. Und wollen Richtung Brauersdamm, auf dem wir uns, glaube ich, aber heute nicht hinstellen werden. Nee, nicht wirklich. Nehmen Sie die Erdausfahrt. Sollen wir nochmal neu machen?
Was oder was soll das? Es hat sich alles mega zugezogen. Ich zeig das euch gleich mal. Und wir haben gedacht, bei dem Wetter soll jetzt 2 Tage wirklich so windig und regnerig bleiben. Fahren wir vielleicht mal Richtung Rotterdam, Hoek van Holland. Aber ob wir da was bekommen, ist fraglich. Es gibt ja nur 5 Plätze, also 5 Stellplätze da vorne. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht finden wir vorher auch schon was, was uns gefällt. Ja, rollen. Bleibt dran. Wir wissen selber noch nicht, wohin. Lasst euch überraschen. Tut's ins. Ciao. Und guck mal, wir haben uns schon 2 Liegestühle hingestellt. Aber seht ihr was? Kein Regen, kein Wind. Wobei, das gibt es mal. Doch, es gibt einen Albert Heijn. Guck mal, da liegt auch noch ein Ball drin. Komm, wir gehen spielen. Aber wieder ein bisschen mehr. Maximal 2 mal 24 Stunden. Ein bisschen drehen und weg. Halb links abbiegen. Danach biegen Sie links ab. Das ist der Herr Schröder, der da steht. Das direkt geht zum Knotenpunkt. Königin Emma Boulevard. Ja, das ist der Wohnmobilstellplatz in Hoek van Holland an der Königin Emma Boulevard. No, hier ist nur übernachten, no, hier ist kein Camping verhalten. Das heißt, ich darf nur auf der Keile fahren. Oder? Haben die Keile was mit dem Campingverhalten zu tun? Ja. Ja, ich wollte jetzt nicht die Stühle rausholen, aber guck mal, die Ventose steht wieder senkrecht. Waagerecht. Ja, wenn sie senkrecht steht, müssen wir aufpassen. Ja. Guck mal, da fährt ein Schiff. Nee. Doch, da kann man ja kaum sehen in dem Geduselz hier. Aber ich. Hier bleiben wir jetzt stehen. Ist die Frage, ob wir nicht auf den einen Platz, auf dem letzten da hinten fahren sollen. Ich mach mal aus, bis wir uns entschieden haben. Wie ihr seht, sehen wir nichts. Wir sind hier am berühmten Hoek van Holland. Und es ist dermaßen nass und windig, dass wir uns doch einen anderen Platz suchen. Ja, das hat nicht sollen sein. In 300 Metern biegen Sie rechts ab. Also, danach biegen Sie die 2. Straße rechts ab. Auch wenn ich jetzt so babble. Nee, der Wind ist doch ein bisschen sehr stark. Ja, vor allem du hast ja keine Sicht. Du kannst von hier ein paar Schiffchen sehen, aber die sehen wir ja noch nicht mal. Du bist ja seekrank an Land. Ein neues suchen wir uns ein anderes Plätzchen. Das ist mit Sicherheit nett, wenn das Wetter etwas besser ist. Du musst aber von den 5 freien Plätzen da. Ja, da musst du früh da sein. Ja. Aber stehst ja wirklich gut, kostenfrei. Aber das nützt uns alles nichts, wenn ich mich fühle, als wenn ich im Hubschrauber sitze. Da hast du noch nie im Hubschrauber gesessen. Das verratet doch nicht. Neuer Versuch. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Der aber schon was voller ist. Ist aber genauso windig. Hier stehen jetzt mehr, ne? Gamperplatz, Maaslüs. Schön, dass der so mit Autos vollgeparkt ist. Guck mal, was da Hochwasser ist. Also im Augenblick stehe ich mal, ne? Ja. Jetzt weiß ich wirklich nicht, was wir machen sollen. Und die kleine Fähre fährt, glaube ich, auch. Es geht nämlich eine kleine Fähre rüber. Sky Commons. Ja, das kommt schon beachtlich nah, das Wasser.
dass wir richtig zusehen, wie das reingedrückt wird.